Tja, und über die Genfer Friedensgespräche möchte ich jetzt mit Daniel Hechler sprechen. Herr Hechler, nun hat Russland einen Teil seiner Streitkräfte abgezogen aus Syrien. Der deutsche Außenminister hofft, dass dieses Signal auch von Bashar al-Assad gehört wird. Ja, welches Signal ist das? Wie wird das in Genf aufgenommen? Das ist schon ein sehr, sehr positives Signal. Da sind sich viele einig, auch UN-Sondervermittler de Mistura und maßgebliche Vertreter der Opposition. In der Tat bekommt die Diplomatie damit in Genf endlich einmal eine echte Chance. Für das Regime in Damaskus dagegen ist es natürlich eine Hiobsbotschaft, weil es signalisiert auch, dass Russland ein Stück weit abrückt von seinem Verbündeten Assad. Es gibt keinen Blankoscheck mehr für Spielchen auf Zeit, für Blockaden bei den Verhandlungen. Es ist auch klar, dass es keine kriegerische Lösung dieses Konflikts gibt. Das ist ein sehr positiver Moment für diese Verhandlungen hier in Genf. Es war ja sehr, sehr mühsam, überhaupt diese Verhandlungen zustande zu bekommen. Lange hatten ja auch die Vertreter der Opposition gezögert, überhaupt nach Genf zu kommen. Wer sitzt denn jetzt am Tisch und sind es auch die Richtigen? Es sind jedenfalls dieselben wie bei der ersten Runde auch. Also ein breites Oppositionsbündnis von Dutzenden Regimegegnern, Frauengruppen, Vertreter der Zivilgesellschaft und auch natürlich Vertreter des Regimes. Es sind nicht vertreten die einflussreichen Kurden aus dem Norden des Landes. Das ist ein Problem, aber das hat eben die Türkei zu verhindern gewusst. Die sitzen übrigens nicht zusammen an einem großen Tisch, sondern in getrennten Räumen. Wahrscheinlich laufen sie sich hier nicht einmal über den Weg. Dazu ist einfach das Misstrauen und auch der Hass zwischen den Parteien immer noch viel zu groß. De Mistura wird also zwischen diesen Räumen mit zeitlichem Abstand hin und her pendeln müssen, wird versuchen müssen, Kompromisslinien auszuloten, Gesprächsfaden aufzunehmen. Eine sehr, sehr komplizierte Prozedur, die auch sehr zerbrechlich ist. Ja, wenn die Mistura hin und her pendelt, welche Mission oder welche Punkte hat er denn da auf seinem Zettel stehen? Hat man sich denn darauf einigen können? Naja, es gibt schon einen klaren Fahrplan und das ist auch sehr, sehr hilfreich. Darüber muss nicht erst hier noch verhandelt werden. Und der Mistura hat auch klar gemacht, er will jetzt nicht lange sich aufhalten mit Formalitäten und Prozeduren, sondern er will gleich zur Sache verhandeln. Und das heißt, es geht um eine neue Übergangsregierung für Syrien. Es geht um eine neue Verfassung, die ausgearbeitet werden soll. Und er will schon in 18 Monaten Neuwahlen für Syrien. Das ist natürlich sehr ambitioniert und ob man das alles wird einhalten können, steht in den Sternen. Aber er will diesem Fahrplan straff folgen, der von der UN ja vorgegeben ist, und auch möglichst zügig zu Ergebnissen kommen. Die Waffenruhe, die vereinbart ist, die hält, das wird immer wieder betont. Das ist wahrscheinlich absolut wichtig für einen Erfolg oder für ein Voranschreiten dieser Gespräche in Genf. Ja, ich würde sogar sagen, es ist entscheidend, denn ohne diese Waffenruhe hätte es diese zweite Gesprächsrunde vermutlich gar nicht gegeben. Sie ist in der Tat brüchig, es kommt immer wieder zu Verletzungen, es sterben nach wie vor Menschen, aber es sind eben weit weniger als zuvor. Alltag kehrt wieder ein in den Städten und Ortschaften Syriens. Außerdem ist der Zugang auch zu diesen belagerten Ortschaften und Städten sehr viel besser geworden. Hilfsgüter kommen wieder zu den ausgehungerten Menschen, aber bei weitem eben noch nicht zu allen. Da muss noch viel getan werden, aber es gibt Fortschritte und all das hat eben auch ein positives Momentum erzeugt, was die Chancen auf Erfolge bei diesen Verhandlungen deutlich erhöht hat. Ein kleiner Hoffnungsschimmer in Genf. Daniel Hechler, vielen Dank, dass Sie uns das erläutert haben.